Wollen wir mal. Scheiße. Wie erwartet aber. Scheiße. Unglaublich, dass Lina und Moskau das überlebt haben. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwo Sprengstoff. Nachgedacht, was mit Leuten in Kapseln passiert. Ich versuch's nicht zu tun. Ja, aber vielleicht ist da noch ein Teil von mir. Ein Funken Mensch. Da ist nichts Menschliches mehr. Wir sollten weiter suchen. Hilfst du mir bitte? Der Bohrer lief bestimmt mit Phosphortreibstoff. Okay, und? Also, wenn man Phosphor, Wasser oder Sauerstoff aussetzt, entzündet er sich. Das könnte unser Eisproblem lösen. Dann nehmen wir, was übrig ist. Jack, erweis uns die Welt. Also, wollen wir etwas Eis schmelzen? Das war's doch nicht! Jack, beschütze den Treibstoff! Wenn er hochgeht, war's das! Wie bitte? Thank you.
Jack, beschütz den Treibstoff! Wenn er hochgeht, war's das! Wie bitte? Diesen Scheiß zum Skiff und kontaktieren Marcus. Ich sag's dir, dieser Scheiß wird das Eis schmelzen. Wie du meinst. Del, da sind mehr! Kämpfen wir uns einen Weg über die Brücke! Okay, bringen wir diesen Scheiß zum Skiff und kontaktieren Marcus. Ich sag's dir, dieser Scheiß wird das Eis schmelzen. Wie du meinst.
sind mehr! Kämpfen wir uns einen Weg über die Brücke! Verdammt! Durch den Zug und dann raus hier. Nun, hierher zu kommen, war zweifellos eine einmalige Erfahrung. Die scheint sich da draußen zu stapeln. Ich muss immer wieder an die armen Leute in der Mine denken. Was du im Tunnel gesagt hast. Du hast recht. Wir hätten sie finden müssen. Ja, aber du hattest auch recht. Man kann niemandem helfen, der das nicht will. BJD zum Beispiel. Ja. BJD. Meinst du, er wird irgendwann wieder er selbst? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Aber ich weiß nicht. Na los, hier hoch. Zum Skiff geht's da lang. Jack, kannst du den Phosphor noch tragen? Schön zu hören. Siehst du? Langsam magst du ihn, oder? Jack ist ein guter. Oh, da geht ihm sein kleines mechanisches Herz auf. Übrigens, danke, dass du da bist. Hier wärst, wäre das Ganze. Das wäre schwierig. Warte, bedankst du dich bei mir oder bei Jack? Bei Jack? Tut mir leid, war das nicht klar? Oh ja, der war gut. Bleib da! Okay, los geht's. Marcus, wir haben Phosphortreibstoff gefunden. Der Herr meint, damit kommen wir durchs Eis. Nein, Del weiß, dass wir damit durchs Eis kommen. Phosphor. Seid vorsichtig. Das Zeug ist fies. Ja, das soll es sein. Delta Ende. Also. Es läuft uns nicht weg. Wir könnten uns weiter umsehen. Ich werde darüber nachdenken. Oh Mann, jetzt klingst du wie Marcus. Ein kleines Detail. Wenn wir das Eis gebrochen haben, könnte es schwer werden, wieder hochzukommen. Damit müssen wir dann wohl klarkommen. Gut beobachtet. Na gut, dann zünden wir den Phosphor mal an.
Warte mal kurz. Was? Dieses Zeug da. Es heißt Phosphor. Ja, na schön. Es braucht also Sauerstoff und Wasser. Ja? Tja, wir setzen es einer Riesenmenge Eis aus, also... Sauerstoff und Wasser? Ja. Hm. Das wird schon. Und woher weißt du das? Thermodynamik. Na, Reaktionskinetik. Kann mir mal jemand verraten, wann die Chemiestunde vorbei ist? Das wird schon. Das wird schon. Na los. Komm schon, komm schon. Genau. Sicherheit geht vor. Ha! Ich hab's ja gesagt. Scheiße! Nein. Das wird schon. Wie? Siehst du? Alles gut. Da. Das muss der Funkturm von Kadar sein. Das Labor ist hier. Komm schon. Früher oder später wissen sie, wer du wirklich bist. Du hörst mich zu uns. Du verbirgst die Wahrheit. Warum ist das wohl so? Wogegen wehrst du dich? Wehrst du dich? Solltest du es nicht glauben? Sie können den Schwarm nicht schlagen. Wogegen wehrst du dich? Ja. Hilf mir. Nicht du bist fast da, mein Kind. Kämpfe nicht gegen ihn. Etwas Schmerz wird aufhören. Du gehörst nicht zu ihnen. Du gehörst zu uns. Mira! Lass es mal kalt! Nichts. Gut. Wir haben es nämlich gefunden. Wir müssen nur rausfinden, wie wir reinkommen. Brauchst du einen Moment? Nein. Nein, alles okay. Machen wir weiter. Ein Generator. Klingt so, als hätte es geklappt. Scheiße, wir haben nicht alle erwischt. Hier muss irgendwo noch ein Generator sein. Oh, Scheiße. Wir kommen da nicht rein. Nicht solange diese Türme da sind. Okay, hat geklappt. Bist du bereit für ein paar Antworten? Mehr als bereit. Ein Unterschied gibt's zwischen diesem Ort und New Hope. Sie hatten keine Angst, gefunden zu werden. Keine Form von Tarnung. Du regst dich so auf? Wegen einem Nadelstich? Ich habe empfindliche Hände. Ordentliche Identifikation ist für den Einlass erforderlich. Der Zutritt wurde verweigert. Guten Tag. Was? Niles?
Bist das du? Ordentliche Identifikation ist für den Einlass erforderlich. Ordentliche Identifikation. Hey, probier's ruhig aus. Aber es tut mehr weh, als du denkst. Zutritt gewährt. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause? Bitte sehr, folgt mir. Was heißt denn hier Willkommen zu Hause? Bedarf das wirklich einer Erklärung? Ich mag den Kauderwelsch redenden Niles mehr als diese kryptische Mülltonne. Ah, du bist wohl auf mein minderwertiges Konstrukt getroffen, New Hope. Hier entlang, bitte. Was zur Hölle? Da drin ist es eiskalt. Meine Güte. Offenbar sind einige unserer Cryojets defekt. Das muss ein Systemfehler sein. Was du nicht sagst. Natürlich können wir erst fortfahren, wenn diese Cryojets deaktiviert sind. Wärst du bitte so freundlich? Verderbliches Mülleimer, Arschloch. Cryojets werden vermutlich genauso wie die Türme angetrieben. Suchen wir den Generator. Sollten wir zum Mülleimer zurückkehren. Sehr gut. Ja, Jack kommt schon klar. Ich wollte diese Cryojets schon seit geraumer Zeit zurücksetzen. Betriebsunfalls. Dell, diese Tanks sind die gleichen wie in New Hope. Ja, hab's bemerkt. Oh, stimmt. Als meine Arbeit dort begann, habe ich versucht, Kinder mit Rostlunge zu heilen. Aber im Laufe der Zeit änderten sich die Dinge. Die Kur wollte Medizin. Ich gab ihnen Götter. Naja, Schnee von gestern. Hier entlang, bitte sehr. Ohne Aufsicht ist der Zutritt nicht gestattet. Bitte, hier entlang. Warum seid ihr hierher gekommen, nachdem die Kur euren Laden dicht gemacht hatte? Unsere Familie braucht einen Ort, um weiterzuarbeiten. Ungestört. Deine Familie hat das niemals allein gebaut. Du besitzt sicher nicht die nötige Sicherheitsfreigabe für diese Information. Das nächste Areal ist wirklich faszinierend. Jedem Durchbruch gehen viele Fehlschläge voraus. Hier befinden sich einige instabilere Subjekte. Dieser Durchbruch, wie ist der euch gelungen? Durch Zufall stießen wir auf das Kind eines Minenarbeiters. Immun gegen Alterung, Krankheiten, wie eine Tochter zogen wir sie auf.
Bitte folge genauestens meiner Tour. Ich mache das so selten. Ah, das dürfte für Sie von besonderem Interesse sein. Was ist das? Das ist einer unserer ersten erfolgreichen Hybriden. Hybrid? Also ein Locust? Ein und dasselbe. In unserer vorherigen Anlage gab es Probleme mit der genetischen Stabilität. Die Sires waren unruhig und steril. Ein Problem, ganz offensichtlich. Aber die Locust waren anders. Gut zu kontrollieren. Die perfekten Soldaten. Und glücklicherweise zur Vermehrung fähig. Was war anders an ihnen? Ihre Zellen. Die Kinder der Arbeiter aus den Emulsionsminen waren genetisch höchst interessant. So wie die einheimischen Kreaturen der Hohlmasse. Und sämtliche genetische Forschung? Ist hier drin? So ist es. Oh, Scheiße. Hey, hey, Jack, komm her! Du musst alles von diesem Terminal runterladen. Oh, Mann. Ich glaube, ich will nicht wissen, was manche dieser Dateinamen bedeuten. Aber als das Ausmaß der genetischen Immunität gegen die Emotion eines ganz besonderen Kindes deutlich wurde, begann unsere Arbeit erst richtig. Bitte. Nur zu. Das ist natürlich Myra. Oder wie ihr sie kennt, Königin Myra. Du hast sie mit den Sires gepaart? Nichts derart Grässliches. Ihre Stammzellen waren jedoch mit der DNA der Sires erfreulich kompatibel. Aber wir haben vieles unterschätzt. Die mütterlichen Gefühle der jungen Myra etwa. Lass mich raten. Sie hat ihre Kinder gegen euch eingesetzt. Nein. Nun ja, doch. Was ich aber meinte, waren ihre eher traditionellen Muttergefühle zu ihrer Tochter. Die kleine Raina. Deine Mutter. Was? Du lügst. Das tue ich nicht. Deine Mutter wurde hier geboren und uns von ihrem rückgratlosen Vater geraubt. Dadurch wurde die unglückliche Rebellion der jungen Myra ausgelöst. Warum erzählst du mir das? Du besitzt so viele Gaben, die du noch nicht verstehst. Hey, was ist hier los? Er wird dich töten, wenn er es erfährt. Das werden sie alle. Was hast du gesagt? Hey, was machst du? Warum bist du mit mir gekommen? Was hast du mit JD besprochen? Kate, ich werde dir nichts tun. Nein? Vielleicht solltest du. Oder ich tue es selbst. Hey. Das würde die Verbindung zwischen dir und den Lockers tatsächlich trennen. Nein, halt Maul! Ich werde nicht zulassen, dass ich ende wie meine Mutter. Deine Mutter? Was haben sie mit deiner Mutter angestellt? Im Schwarm. Sie haben sie verändert. Sie wurde getötet. Ich hab sie getötet. Aber das ist der Prozess, der es ihnen erlaubt zu lernen und zu wachsen. Ohne Königin fehlt ihnen die Führung. Siehst du? Ich bin eine Waffe! Nein. Das bist du nicht. Weißt du, in der Siedlung, als ich in dem Häscher gefangen war, hatte ich die Kontrolle über sie. Was? Ich glaube, ich habe Oscar getötet. Warte mal. Glaubst du das? Oder hast du das? Ich weiß es nicht. Ich will wieder klar denken können. Ich will, dass es aufhört. Okay. Und du wirst dafür sorgen. Und was, wenn nicht? Dann löschen wir dich. Und vernichten deine ganzen kostbaren Forschungsergebnisse. Bitte,
Dann lasst mich euch helfen. Und wir sollen dir das einfach so glauben? Ihr dürft trauen oder misstrauen, wem auch immer ihr wollt. Eines muss ich wissen. Deine Mutter und der Schwarmstock, wehrte sie sich? Natürlich hat sie das. Wie befürchtet. Die junge Mira brauchte keine solche grobe Einverleibung. Knight, verrat mir eins. Mein Großvater. Wer war er? Einer meiner besten Genetiker. Er floh mit der kleinen Rainer, weil er nicht mehr an unsere Arbeit glaubte. Wusste Mira, wo er sie hinbrachte? Ich sagte Mira, Rainer wäre bei einem Fluchtversuch gestorben. Ich nahm an, die Sache wäre damit erledigt. Ich habe mich verkalkuliert. Aber scheinbar haben wir noch eine Fehlfunktion. Vielleicht kümmerst du dich darum. Aha. Die Matriarchin entstand aus den Stammzellen deiner Großmutter und Saya-DNA. Sie hat Myras Fähigkeit verstärkt mit den... Dank diesem Gerät lernte Myra, ihre Kräfte zu kontrollieren. Aber wir können damit auch deine Bindung kappen, wenn du willst. Wie funktioniert das? Indem ich dein Hirn leicht beschädige. Wie bitte? Was heißt Ihr Hirn leicht beschädigen? Ihre Verbindung zu den Locust basiert auf einem genetischen Algorithmus in Ihrem Temporallappen. Diese Änderung bedarf einer Betäubung, würde ich sagen. Wie eine Lobotomie. Eine Lobotomie ist sehr invasiv. Das hier ist gezielt. Während ich arbeite, wird die Matriarchin deinen Verstand steuern, unbemerkt, zu seinem Ziel. Okay. Also gut. Nein, nein, nein. Das lässt du schön bleiben. Ich traue dem Teil nicht. Dann beobachte ihn. Aber ich muss das tun. Ich verliere die Kontrolle. Ich will niemandem mehr schaden. Verstanden? Verstanden. So schmerzlos wie möglich zu machen. Ja, das rate ich dir.
kommen. Hey, geht's dir gut? Ja, es geht dir gut. Geduld. Hey, Kate, schon gut. Ich bin hier. Mom. Mom? Hey, Niles? Niles? Wo willst du hin? Niles! Stopp! Shit! Jack, komm hierher und schalte das ab! Weg da! Kate! Hey, bei dir alles okay? Ja, ja, aber... Okay, komm schon, wir besprechen das später. Nein, warte. Er hat mich benutzt. Meine Mutter, sie lebt noch. Was? Es war nicht wirklich sie, aber irgendwie schon. Wo ist er? Notfallabriegelung aktiviert. Na los, er ist hier lang. Komm schon! Zurück, Niles!
verdammte Scheiße! Du verstehst sicher, wie gütig ich zu dir bin. Du bist nicht mehr anfällig für den Schwarmverstand und deine Mutter wurde erweckt. Tja, sozusagen. Oh, den Scheißkerl mach ich kalt! Ich glaub nicht, dass er uns hört. Ist mir scheißegal! Kryogenik-Abriegelung beginnt. Verlassen Sie sofort das Labor. Scheiße, wir müssen es stoppen. Such nach einem Weg durch. Wir müssen durch das Eis. Ich lasse ihn bezahlen. Du wirst bloß erfrieren, wenn wir diese Abriegelung nicht aufheben. Scheiße! Ich glaube, das war Niles! Dann pack seine Hand auf den Scanner! Identifizierung. Direktor Niles Sampson. Genehmigt. Kryogenik-Abriegelung eingestellt. Von wegen Industrieunfall. Er hat den ganzen Laden hier tiefgekühlt, bevor er verblutet ist. Nimmer wieder sehen. Der Matriarchin ist weg. Oh, das dürfte sicher kein Problem sein. Finden wir einfach Niles, komm. Die Befreiung der Matriarchin war unklug. Dafür stirbst du. Das heißt, du wirst nie wieder die Erhabenheit deiner Mutter erblicken. So verwandelt. Ich werde dich töten, Niles! Wovon zum Henker Niles da redet? Später. Erst ist Niles an der Reihe. Ein Kind braucht Spielgefährten. Viel Spaß. Ja? Ah, ich kann sehen! Machen wir sie fertig! Vorsicht! Mehr Lunge! Schockfalle! Ich brauche Hilfe! Bin getroffen! Ich muss nicht aufgeben. Das war gut, Jack. Genau, was ich brauchte. Nett. Wisst ihr, was ihr nicht versteht? Was niemand versteht, ist, dass meine Kinder niemals sterben werden. Sie wurden entwickelt, um Generationskonflikte zu überstehen. Sie können sich zurückziehen oder ruhen, aber sie kommen immer wieder. Dafür haben wir gesorgt. Ich freue mich darauf, den Mülleimer das Haus zu stoppen. Nicht entwischen!
Das muss irgendwie aufgehen. Vielleicht kann Jack was machen. Jack, sieh mal, wo das hinführt. Kate, mehr Locust im Anmarsch! Dann halt sie auf! Hey Jack, lass dir nicht zu viel Zeit! Sires aus ihrer langen Ruhephase geweckt. Wer das wohl gewesen sein könnte? Del, bereit machen! Scheiße! Von da an sind sie noch hässlicher! Alle. Dann weiter. Niles hinterher. Na los. Hey, Niles!
Wir sind noch da! Ich glaube echt nicht, dass er dich hört. Ist mir echt egal. Sires an Selbsterhaltung war immer mangelhaft. Aber seid versichert, der Matriarchin entkommt ihr nicht. Dell, Niles verliert irgendwas. Anscheinend ist er hier lang. Wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Halt! Dell! Da ist er! Verdammt! Jack! Schock es! Jack, bring! Na los, komm schon! Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Der Planet gehört Ihnen. Ich sagte doch, ich krieg dich. Oh je. Dell, jetzt oder nie? Töten wir dieses Ding!
auf dem Rücken! Da, sie weiß, wo du bist! Nein, 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 nein! Katie!
Du musst da weg!
Steh auf, steh auf! Du musst da weg! Yeah.
Yeah.
wollten hier alles gerade biegen, aber ich hab's noch schlimmer gemacht. Und du bist sicher, dass es echt war? Das war's. Okay, vielleicht wird sie uns, ich weiß nicht, irgendwie helfen. Würde sie, wenn sie könnte. Aber sie ist nicht mehr meine Mutter. Und wer ist sie dann? Ihre Königin. Komm schon, lass uns verschwinden. Wenn sie ihre Königin haben und Niles Vorhersage sich bewahrheitet, brauchen wir einen neuen Plan. Nein, wir brauchen den alten Plan. Und den Hammer der Morgenröte. Oh, Gott sei Dank. Braucht ihr vielleicht ein Taxi? Wie habt ihr uns gefunden? Glaubst du, ich überlasse dir eine einzigartige Technologie und kann sie nicht bis zum Mittelpunkt des Planeten verfolgen? Ja, ja, schon gut. Und apropos einzigartig, hilf mir mal mit dem Skiff. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja. Und jetzt müssen wir es töten. Ist sie, du weißt schon, okay? Nicht wirklich. Aber ich hab da mal eine Frage. Wie lange wird es dauern, den Hammer der Morgenröte zu aktivieren? Lustig, dass du fragst. Die Festplatte, die du vor ein paar Monaten gefunden hast, über die UUR. Ja? Interessantes Zeug. Wie interessant? Wirst du sehen. Ich hab zum Glück einen alten UUR-Kontaktmann. Ab nach Hause, Sam. Geht klar, Schüttchen. Willkommen in Vaskar, Heimat des geheimen Raumfahrtprogramms der Union Unabhängiger Republiken. Ich war vorher noch nie in UUR-Gebiet. Bist du jetzt auch nicht. Vaskar war unabhängig. Der UUR blieb nur die Ehre der Besetzung. Verzeihung, Befreiung dieses ruhmreichen Landes. Okay, wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass hier draußen nur noch wütende Nomaden leben? Das ist Garen Paddock, der mit Abstand wütendste aller Nomaden. Das ist ein UUR-Kontaktmann? Ich mag zwei Dinge nicht, Bert. Die Chor und Kinder. Und du bringst mir beides. Weißt du, was ich nicht mag? Alte Männer und Wüsten. Und doch sind wir hier. Die gefällt mir. Kommt mit. Das Raumfahrtprogramm der UUR war viel weiter fortgeschritten, als die Corps öffentlich zugeben wollte. Irgendwo in diesem Raumhafen befindet sich eine Rakete mit funktionstüchtigen Hammer der Morgenröte-Satelliten. Ich glaube, wir können das System wieder hochfahren und dem Schwarm eine volle Breitseite verpassen. Wenn die UUR Satelliten in den Pendulum kriegen hatte, warum setzte man sie nicht ein? Die Politiker wollten einen Waffenstillstand. Ein Satellitenstart hätte weitere 100 Jahre Krieg bedeutet. Aber einige vom Militär wollten ihn trotzdem starten. Tja, und das führte irgendwie zu einem klitzekleinen Bürgerkrieg. Wir kennen den Grundriss des Raumhafens. Wo sind die Satelliten? Versuch zum Raketenhangar. Hier. Die Sturmfronten machen einen Flug über die Wüste unmöglich. Und da kommt euer Skiff ins Spiel. Frage. Wissen wir, ob die Satelliten noch funktionieren oder überhaupt kompatibel sind mit unseren? Antwort wissen wir nicht. Und da kommt ihr ins Spiel. Außer ihr seid dafür zu feige. Oder zu dumm.
oder zu schwach. Wer ist das? Ein Freund, ob du es glaubst oder nicht. Macht euch mit dem Aufbau dieser Anlage vertraut. Es besteht die Chance, dass sie unter dem Sand vergraben ist. Und kommt zu mir, bevor ihr geht. Ist dir klar, dass das auch daneben gehen kann? Mir egal. Wir kriegen das hin. Müssen wir.